Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vieh und Forst. Ja, wir sind bereits in Folge 245, sind hier mehr so in der Gefahrenecke des Häckselns gelandet, sozusagen. Aber kriegen das hin. Das sind momentan die ganzen kurzen Strecken hier, die werden noch länger, wie ihr seht, und wir haben auch gleich mehr Platz zum Wenden. Deswegen sollte das alles einigermaßen funktionieren hier. Momentan sind es echt sehr kurze Stück, wie ihr seht selber. So, das richtig gelohnt hat sich nicht, weil wir haben tatsächlich bis jetzt nur da diese 38% oder 39% jetzt vom Feld geholt. Das ist tatsächlich alles. Also die Wiese hier ist im Verhältnis gesehen, ja, nicht gut. Das ist so. So, ich werde hier nochmal wieder großzügig wenden, denn er ist selten ja auch am Kurbeln. Ja, seht ihr? Wenn er erstmal mittig geht, dann macht er auch einen ganz anderen Winkel. Dann ist es auch viel einfacher zu fahren. Nur am Anfang will er unbedingt das genau vorne an einer Stelle machen und aus einem bestimmten Winkel. Sonst sagt er, nee, ich kann das nicht. Das ist dann natürlich nicht so schön. Aber so ist das halt, ne? So, ich fahre es natürlich jetzt möglichst schnell hier weg, damit ich ihm beim Wenden nicht im Weg bin. Wir haben unwegsames Gelände genug. Das reicht als Herausforderung für den Drescher, Häcksler, dass wir nicht auch nochmal derbe im Weg sein müssen. Ne? So, ich möchte jetzt auf jeden Fall den ersten Hänger gerne voll machen und dann können wir mal eine Runde zwischendurch unser Stroh einstreuen. Da können wir mal richtig gucken. So, oder? Ja, für mich ist das Wenden so gesehen komplizierter wie für ihn. Oh Gott, da war ein extrem kleiner Hüppel, würde ich sagen. So, da kommt er wieder rückwärts. So, so schön. Vorbeikomme. Und jetzt, wo er weiter hinten in den Hänger einlädt, ist es auch einfach für mich. Ja, die kurzen Bahnen sind schon ziemlich extrem hier. Ne? Ein paar längere haben wir auch noch. Ja, es wird ja jede Bahn länger, davon abgesehen. Aber ihr seht selber, nur wir haben das ganze Stück da vorne gemacht, aber es ist immer noch nicht mal ein Hänger voll. So, eigentlich müsst ihr jetzt gleich weiterfahren, ohne groß rückwärts. Ja, läuft alles, sehr schön. Dann sind wir so ziemlich dreiviertel voll, das ist auch schon mal was. Und wir haben natürlich auch einen relativ großen Grünanteil. Also beim ersten Mal sehen haben wir hier echt schlechte Arbeit geleistet. Beim ersten Mal Setzlinge setzen haben wir eher eine schlechte Arbeit geleistet. Wenn man sieht, was man hier alles noch für Möglichkeiten hatten, wie viel wir hier noch zwischengepflanzt haben, ist ja wohl okay. Ich habe natürlich auch normale Bahnen, die da waren, weggenommen, muss man zugestehen dadurch. Ja, ich weiß, du wolltest gerne, aber ich werde hinten drauf gefahren, so ist besser.
Oh, jetzt nimmt er zwei auf einmal, so wie es aussieht. Das ist auch okay, dann sollten wir eigentlich... Ah, nicht ganz. Ja, die Bahn wird jedes Mal länger, aber ich glaube, wir sind auch beim nächsten Mal noch nicht voll. Oder knapp, ja, wer weiß. Muss mal gucken. Fährt er rückwärts? Ne, er fährt außerhalb des Feldes seine Drehung. Lass ich erstmal das da gewähren sozusagen. Ja, fahr doch bitte schon ran. Ich bin schon da. Ja, da vorne hat er noch mal ein bisschen Doppelstück. Vielleicht werden wir doch voll. Ja, ich würde sagen, wir werden voll. Spätestens durch das Doppelstückchen hier. So, gut, dann fahre ich das jetzt einmal im Verkauf. Und dann werden wir uns mal eine Runde um das Einstreuen kümmern. Dass wir den Spaß auch noch mit erledigen. Mal gucken, wie gut wir hier voller Last hochkommen. Warum mit dem Traktor geht es eigentlich noch, ne? Also außen rumfahren dauert wahrscheinlich länger. Ich denke, dass wir das ganze Stück erst fahren müssten. Dann ist das hier schon ganz sinnvoll. So, ich fahre jetzt mal hinten rein. So, hier ein bisschen rumgekurvt. So, da. Ein bisschen den Winkel verändert, besser ist das. So, dann geht das Ganze in den Verkauf. Wir gucken jetzt auch gleich mal offiziell noch, was die Preise machen hier. Ja, ist bei 85 und immer noch bei 3,13. Das heißt also, selbst wenn der dann irgendwann mal abschmiert, arbeitet er sich so langsam dann ran, sag ich mal so. Ja? Gut, ich werde ihn jetzt schon mal noch wieder zum Feld zurückfahren. Aber ich werde ihn dann nicht wieder an das Fahrzeug ransetzen, sondern den Helfer in eine Mittagspause schicken sozusagen. In-Game-Zeit Viertel vor eins, ne? Kann er Mittag machen. Und wir werden eine Runde den Strohpart einstreuen. Ja, runter ist hier natürlich schön. Wenn man da keine Geschwindigkeit drauf kriegt, dann weiß ich es auch nicht. So, ihn mache ich hier mal aus. Dann lade ich mal auf ihn hier zu. So. Helfer aus, Motor aus und dann hüpfen wir mal rüber in den Kollegen hier, genau. Und jetzt geht es nämlich in Sachen Stroh. So, dann. Gehen wir ein bisschen besser ran. Dicht daran, nicht hinten runterschmeißen. So, jetzt können wir nämlich erstmal schön zwei Stück nehmen und dann nehmen wir nochmal zwei und dann können wir 16.000 Liter einstreuen. Das ist doch schon mal okay. Hier brauchen wir es auch einfach nur reinmachen. Wie ihr seht, ist das natürlich bedeutend einfacher, wie das vorsichtige Draufbalancieren. Na, und dann haben wir ja erst hin, her, um und ab gekoppelt und sowas. Das brauchen wir so natürlich nicht. So. Da haben wir die nächsten beiden. So. Da seht ihr, wird das Ganze schon als voll angezeigt. Das brauche ich nur hier kurz hier vorne ankoppeln.
Weil jetzt ist der Futtermischer eigentlich nur dafür da, die Ballen aufzulösen. Ne? Mehr macht er jetzt gerade gar nicht. Ne? Und jetzt sagt er dann Heu raus, Stroh raus, meine ich natürlich. Oh, als ich gerade ein Quietschen gehört habe, das war irgendwie was an einem Stuhl, das hier gequietscht hat, warum auch immer. Und das Einstreuen, sehe ich selber, geht auch schneller. Ne? Also die Menge geht natürlich, fließt bedeutend schneller durch. Wir brauchen, können auch bei den Kühen mal gucken, aber ich glaube, so viel zu gucken ist da noch nicht, weil wir halt relativ viel Stroh brauchen. Da seht ihr es selber. So, dann machen wir ihn jetzt hier wieder ab. Oh, die sind ein bisschen weit auseinander, ob ich die beiden kriege. So, richtige Höhe habe ich auf jeden Fall. Es könnte eng gehen oder eng werden. Offiziell habe ich jetzt gerade beide. Wow, hat einigermaßen geklappt. Na, sowas habe ich gar nicht. Den einen holen muss ich gleich noch im Werk. Kann ich alles haben. Ne? So, der ist schon weg. Sieht fast aus wie eine Schlange, die sich bewegt jetzt gerade. So. Bisschen vor und zurück. Hier ein bisschen reingepiekst. Und schon passt das Ganze. So. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt meine Traumidee, die Dinge einzeln zu nehmen, aber was wir machen. Werden wir jetzt hier die so ist besser. Ich will die hintere Reihe nicht umschubsen, ne? Das ist der Punkt dabei natürlich. Diesmal habe ich die schön mitgenommen. Das passt. Oh. Wäre sinnvoll gewesen, hoch genug zu machen, das Ganze. So, auch das hat wieder geklappt. Und schon haben wir wieder 16.000 zum Reinspeisen. Also es läuft so natürlich erheblich flüssiger. Und der Futtermischer, klar, das Mischwerk ist natürlich auch gleichzeitig ein Häckselwerk, wenn ihr so wollt. Ne? Aber das Interessanteste mit daran ist, dass halt das hier sehr schnell geht. Und dass man bei dem anderen Einstreuer halt relativ lang warten musste, muss man so zugestehen, wie es ist. Ne? Also da waren wir schon ein Momentchen bei. Ne? So. Da ist er auch wieder weg. Diesmal habe ich mir von der Seite schon mal gleich die richtige Höhe gegönnt. Funktioniert das auch besser. Diesmal mache ich aber gleich freiwillig ein bisschen höher. Damit ich nicht einfach an dem Gerät rumzurütteln. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? So. Wieder richtige Höhe. Weil ich ja mehr so vom Randfahren, mehr von oben drauf gucke. Weil natürlich so eine bessere Chance, wenn ich mich schon vorher die Höhe angepasst habe. Ne? So. Schon ist er wieder voll. Dann können wir jetzt mal gucken, gleich wenn das hier drin ist, wie viel wir da reingemacht haben. Das sind jetzt, glaube ich, die dritte Ladung. Das sind dann immerhin schon 48.000 Stroh. Eingestreut, das ist natürlich schon nicht wenig. Ne? Gucken wir mal, ja, da sehen wir es. Steigt ja noch, dürfte jetzt so langsam leer sein gleich. Wir sind jetzt sogar schon im grünen Bereich. Ja, ich würde sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir werden jetzt auf jeden Fall
Mal die beiden Jungs hier vorne nehmen. So. Also der hier geht es auf jeden Fall noch rein und ich werde auch, wir werden auch noch einen weiteren voll machen. Und dann mal schauen. Der hier sollte da auf jeden Fall noch reingehen. So, die Höhe anpassen. So, ne? Reingepiekst. Ja, wenn wir jetzt einen Wallenspieß hätten mit einer Rückwand sozusagen, könnten wir vielleicht sogar alle vier auf einmal da reinpacken. So. Wir werden das Ganze nochmal einmal aktivieren hier vorne. Koppeln und raus. Ja, aber während das Ganze hier rausfließt, ja, die Folge ist leider schon wieder zu Ende. So schnell geht's, ne? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.